So, Georg, wir sind wieder drauf. Wir haben jetzt den Kampf bis plus 87 Kilogramm und Finale. Genau, ist jetzt die erste Runde. Jem hat sich eben gerade mit einem spektakulären Kampf im Halbfinale durchgesetzt gegen Alberto. Und jetzt geht es im Finale zu zeigen, dass man hier auch irgendwie, dass er den Titel holen kann. Ja, wichtig war jetzt, dass er sich wieder erholt von den ganzen Eskapaden. War jetzt doch sehr emotional. So habe ich ihn eigentlich auch nie gesehen. Und war jetzt auch professionell, dass er wieder runterkommt. An der Seite jetzt, Albert ist dann natürlich im Moment nicht zufrieden. Der meint, da war das mit der Weste nicht richtig. Es war eine unglückliche Situation, aber ich weiß nicht, wer sowas klären kann. Aber jetzt geht er hier schon mal sehr gut 4-0 in Führung. Kämpft gegen einen Mann aus Kasachstan. Ist jetzt Weltranglistenposition 88. Nicht ganz weit vorn dabei, aber auch kein unbeschriebenes Blatt. Also hat schon auch ein bisschen Erfahrung. Steht jetzt, oh, so schnell geht's. Ja. Er hatte jetzt mehrfach auch schon Kasachen-Gym. Da gibt es einen, der ist körperlich wesentlich größer und stärker jetzt vom Gewicht her wie Gym. Der ist es nicht, aber man sieht im kasachischen Team, das sind alle gut vorbereitet. Die haben auch jetzt eine gute professionelle Struktur aufgebaut. Das wird bestimmt eine harte Nuss. Im Moment unentschieden 6-6. Hat sich jetzt ein bisschen leichtsinnig da den Kopf dafür eingefangen, aber ich denke, da werden wir noch zwei, drei gute Runden sehen. Ist das jetzt in so einer Phase? Jem hat vor 12 Minuten seinen letzten Kampf gehabt von der Regenerationsphase. Jetzt zeigt sich auch, wie fit man ist dann letztendlich, wie gut die Trainingsvorbereitungen sind. Das spielt jetzt eine ganz wichtige Rolle. Das spielt eine Rolle, aber die Jungs sind fit, die haben viel trainiert. Allein wo wir da in der Türkei waren, innerhalb einer Woche zwei Turnieren. Die Club-Europameisterschaft, dann die Türkisch Open, dazwischen Training, Konditionswerte haben wir da sogar noch aufrechterhalten, später wieder entwickelt. Die sind da und ich denke, so 10 Minuten Pause reichen. Kleiner Vorteil, du musst dich nicht wieder warm machen, du bist immer noch warm. Aber jetzt spielen schon die konditionelle Fähigkeit natürlich auch eine Rolle jetzt im Finale. Haben ungefähr, also für Schwergewicht muss man ja sagen, das sind manchmal auch richtige lange, große Schwergewichte dabei. Die haben aber, das gleicht sich so ein bisschen aus, also haben eine Größe, sind für Schwergewichtler nicht so groß, sehr kompakt. Aber auch beide nutzen wahrscheinlich die Halbdistanz sehr gut. Er liegt jetzt einen Punkt zurück. Der Coach wird jetzt nochmal auf ihn einwirken. Was kann er besser machen für die zweite Runde? Gut, er muss jetzt auf so die Chokes aufpassen. Ich meine, der Kasache macht ganz gern so ein Bituro, tut mit vorderen Beinen spielen wie die meisten jetzt, aber man sieht, er macht das ganz routiniert. Dann kann er auch ganz gut den Druck aufbauen, den muss er früh genug abfangen, dass er sich nicht entwickeln kann. Ist im Moment am guten Weg, ich schätze mal, der Kampf wird zur Weile so hin und her gehen und die Endphase wird bestimmend sein, wer da dann noch was zulegen kann. Geht es in die zweite Runde, ist noch alles offen, steht zwar 7-6 für den Kasachen, aber einfach noch, ist doch noch ein sehr vorsichtiges Abtasten, weil keiner will jetzt noch so richtig aufmachen, das Risiko auch relativ gering halten. Die werden genauso denken, jetzt kein Risiko gehen, mit dem vorderen Bein immer wieder mal stoppen und irgendwann wird einer ausbrechen. Kommt davon, wer das zuerst riskiert. Jetzt war wieder so eine leichte Unachtsamkeit und die drei Punkte, die tun weh. Jetzt ist Cem gezwungen natürlich, das Tempo zu erhöhen. Und hier auch wieder so Biture mit dabei. Man sieht, der Kasache ist routiniert. Ja, auch da, ich finde, fehlte so ein bisschen eben die Spritzigkeit von Jem. Also so eine Halbdistanz war jetzt nicht so ganz schnell, aber hat er dann doch nochmal den Kopftreffer kassiert. Für meinen Geschmack müsste er vielleicht einen Tick mehr machen, ihn mehr bewegen, auch gerade jetzt mit dem Rückstand von 3 Punkten. Ist zwar nicht viel, aber trifft auch immer wieder zur Weste, aber löst nicht aus. Was ist da ausschlaggebend, dass die Weste auslöst? Du musst es noch besser einleiten, weil da sind die Hände dazwischen. Er muss ablenken, indem er irgendeine Vortechnik bringt. Er muss dann eventuell nochmal nachsetzen. Er muss einfach mehr die freie Fläche finden. Und der Kasache deckt, wenn der direkte einfache Kick kommt, noch zu gut ab. Die Faust könnte er diesmal nicht. Aber ich denke, Ende der zweiten Runde muss er das Tempo erhöhen. Noch nicht Kamikaze, aber Tempo erhöhen. Macht er auch. Jetzt kriegt er doch die Faust, jawohl. War auch verdient, jetzt zweimal angesetzt.
das Ding ist schon noch offen und ich, wie ich vorher sagte, ich rechne in der Schlussphase, wird sich das entscheiden. Jam hatte eben auch nochmal einen guten Wischer zum Kopf, aber hat halt nicht ausgelöst, beziehungsweise war wahrscheinlich auch nicht richtig am Kopfschutz dran. Jetzt steht es aber 10-8 und die zweite Runde ist vorbei, der Kasacher hat es nicht ganz mitbekommen, aber jetzt bekommt es auch mit, dass die Runde vorbei ist. Letzte Runde, jetzt kann man sich nochmal 30 Sekunden erholen. Und dann wird nochmal abgesprochen, irgendwie viel taktisches Geplänkel gibt es, glaube ich, in der dritten Runde nicht mehr, gerade wenn es im Finale ist. Naja, also ich denke, spätestens Mitte der Runde muss, in dem Fall, wenn das Ergebnis so bleibt, Cem aufmachen. Und ja, würde ihm ja auch entgegenkommen. Also er hat heute gemerkt, mit der Kombination kommt er besser durch, als wenn er immer nur die Einzeltechnik macht. In dem Fall, da der Größenunterschied nicht so groß ist, kann er da auch mehr mitmachen. Aber die anderen Heavys, die so kommen, in der Regel, die sind größer und da muss ich mehrfach Techniken bringen. Jetzt muss aber 2 Minuten ist natürlich auf der einen Seite nicht viel und auch 3 Punkte Rückstand ist auch nicht so viel. Aber trotzdem muss er jetzt irgendwie auch relativ schnell schauen, dass er da irgendwie rankommt, beziehungsweise vielleicht auch den Ausgleich erzielt. Was natürlich auch unglücklich war, dass er sich zum Schluss den Minuspunkt da noch eingefahren hat. Ende zweiter Runde. Das hätte nicht sein müssen. Und da hat er jetzt mal Glück gehabt. Ich hätte gedacht, also so wie wir das hier auf dem Bildschirm gesehen haben, dass der drauf war, auf dem Kopfschutz, aber irgendwie nicht ausgelöst. Das ist ja auch gut aus deutscher Sicht irgendwie. Trotzdem halben Minuspunkt hat es hier noch, glaube ich, gegeben. So, jetzt ist er mal zu passiv. Er müsste mehr machen. Eigentlich die Sache macht mehr. Auch den Punkt jetzt fast ja, verdient bekommen. Das erwarten wir jetzt eine von Cem. Spätestens, wenn noch 1 Minute da ist, muss er richtig aufmachen. Ob ich dann noch 1-2 kassiere, ist egal, aber dann habe ich es probiert. Zu viele Fehler, zu viele Minuspunkte. So wird es nichts, da muss was passieren. Das war zu einfach, der Schritt mit Chagi. Nee, da ist so ein bisschen die Luft raus. Da ist so ein bisschen die Luft raus, du sagst es. Ich finde auch, also von der Körpersprache ist natürlich irgendwie, das Turnier ist lang, der Tag ist lang, irgendwie, das ist der vierte Kampf. Da ist natürlich schon doch viel Energie hier auf der Strecke geblieben. Aber nichtsdestotrotz, trotzdem nochmal ein guter Einsatz und ein Kopftreffer. Steht jetzt 14-11 und das ist, wissen wir, nicht viel. Also er hat es nochmal deutlich verkürzt. Aber der Kasache ist nach wie vor brandgefährlich, wirkt für mich ein bisschen spritziger. Ja, und der macht das, was wir anfangs mehrfach erwähnt haben. Wenn ich führe, darf ich nicht zur Ruhe setzen. Ich muss so weiterkämpfen wie der Stil, der mich zur Führung gebracht hat, nur Risiko minimieren. Kasache macht es, bombardiert ihn, obwohl er 3 Punkte in Führung ist. Ich erwarte mal mehr gegen Werfen Cem, dann sollte noch was kommen. Jetzt die Endphase, ja, wird auch kommen. Jawohl, der war. Sehr schön, sehr schön, das ist Ausgleich. Also heute hat er den Lack der Bewegung, genauso wie der Hode vorher. Das sollte ihn jetzt motivieren. Sammel dich, der lässt sich jetzt so ein bisschen gehen, komm, die 4 Sekunden, 3, 2, 1. Sudden Death. Und er hat ihn geholt. Das ist ja Wahnsinn. Und mit der letzten Sekunde und schöne Bilder hier vom Coach. Das war heute sein Tag. Wirklich sein Tag. Im richtigen Moment die Joker gezogen. Dann auch durchgezogen. Ich bin ganz sicher, das wird einiges bewegen in Cem. Ganz sicher. Und ja, damit ist der German Open-Sieger 2018. Und man muss sagen, irgendwie ist vielleicht heute auch genau sein Tag, weil ich glaube, im Viertelfinale ist er genauso durchgekommen. Am Ende auch so ein, ich will nicht sagen Lucky Punch, aber hat einfach in der letzten Minute auch alles riskiert und auch getroffen im Viertelfinale. Und die Kämpfer müssen da auch an sich glauben, weil gut, komm mal, der Tag läuft nicht so, aber hier ist gelaufen, die Dinge einfach probieren. Und ich habe einmal gesehen, wie er bei dem Hode selber erschrocken ist, aber er hat es gemacht, Belohnung dafür bekommen und danach noch dagegen gehalten. Das freut, das ist richtig schön. Ja, das ist ein grandioser Erfolg, auch wenn man nochmal rückblickend irgendwie das Halbfinale sieht, was natürlich deutsch-deutsch war. Sehr, sehr aufreibend auch, emotional auch erstmal, aber auch eine kleine Materialschlacht und dass er dann sich hier noch so durchkämpft. Also ich hab von der Körpersprache, muss ich ganz ehrlich sagen, die letzten 30 Sekunden nicht dran geglaubt, aber umso besser, ich freue mich natürlich. Das ist auch so ein bisschen so den Stil, den Cem hat. Das schaut manchmal so unsicher aus, wie er so mit Einzeltechnik rein und raus geht. Aber das ist so sein Stil, wo er die Kontrolle hat. Ist natürlich jetzt dann nicht förderlich, wenn der Kampf knapp ist, weil das der Gegner motiviert. Aber
ich denke, die werden jetzt auch alle anders denken. Die werden auf den Stil mehr achten und mehr aufpassen. Ich denke, German Open-Sieger, G1-Turnier gewinnen, das ist schon, da hat er Zeichen gesetzt. Wir können ja nochmal gucken, ob wir ihn nochmal zum Interview kriegen und würden uns vielleicht gleich nochmal zurückmelden. Ja, hallo, wir sind hier bei den Taekwondo German Open 2018 und ich habe hier den Sieger im Schwergewicht. Jem, du hast hier grandios nicht nur das Finale gewonnen, sondern hast dich von Runde zu Runde gesteigert und eben haben wir auch, wir haben dich von Viertelfinale begleitet und da hast du auch schon dramatisch in der letzten Minute gewonnen und eben auch wirklich in der letzten Minute hast du wieder den Kopftreffer rausgeholt, hast lange Zeit zurückgelegen. Aus deiner Sicht heute dein Tag? Auf jeden Fall. Also das war bis jetzt, wir sind jetzt eine lange Serie hinter uns gefahren, viele Turniere und ich muss ehrlich sagen, das war jetzt mein bester Tag, mein bestes Turnier. Ich habe das abgerufen, was ich konnte. Bin ich stolz drauf. Genau, ich habe in der letzten Runde hatte ich so ein bisschen das Gefühl, so nach die letzten 30 Sekunden, da ist die Luft so ein bisschen aus dem Tank draußen, aber dann nochmal irgendwie selber den Glauben gehabt, dass du es drehen kannst oder einfach auch, dann war das so ein so Automatismus, dass du dann doch nochmal zum Kopf gekickt hast? Klar, es ist ein bisschen Automatismus. Wir kicken die dritte 1 Million Mal jedes Mal. Irgendwann kommt das rein, aber ich glaube, es war so ein bisschen noch der Wille da gewesen. Es ging für mich um die EM-Nominierung und ich wollte zeigen, dass ich es verdient habe. Und da war einfach am Ende noch, selbst wenn als ich das Halbfinale erreicht habe, hab ich schon so die Zusage bekommen, aber ich habe gesagt, ich will das Ding jetzt gewinnen. Ich habe meinen Lauf, ich ziehe das durch. Und dann habe ich es einfach gemacht. Es war einfach nur Kopf ausschalten und durch. Ja, umso mehr hast du mit dem Trainer gefeiert auch, aber vielleicht nochmal ein Step zurück. Irgendwie im Halbfinale hattest du auch ein deutsch-deutsches Duell gegen Alberto. Ihr kanntet euch beide gut, war auch dann irgendwie ein bisschen dramatisch. Also erst war es freundschaftlich noch und dann kamen so ein bisschen die Emotionen noch hoch. Aber du hast dich, war das auch der Schlüssel denn irgendwie, dass du dich noch im Griff bekommen hast? Also es war so ein bisschen, weil ich nehme an, zwar nicht gewollt, aber so ein leichter Kopftreffer mit der Faust. Also waren kurz mal die Emotionen da, aber hast dich dann wieder gut runtergeholt? Ja, natürlich, dann geht es bei mir auch hoch. Ich bin auch auf 180 in der ersten Sekunde. Aber da bin ich froh, dass ich ein gutes Umfeld habe. Mein Trainer, was natürlich auch mein Vater ist, wo die Emotionen dann noch größer sind, der mich sofort versucht hat, auf den Boden zu holen. Wo dann auch natürlich unser Bundestrainer Georg Streif eingetreten ist und hat auch gesagt, beruhig dich, Cem. Du bist der Profi, zeig deine Klasse und zieh das Ding ruhig durch. Genau, also großen Respekt und Gratulation und sicherlich auch ein paar Blessuren mitgenommen. Jetzt sind in 4 Wochen, du hast das angesprochen, sind die Europameisterschaften, Nominierungen finden noch offiziell statt, aber mit dem Rückenwind heute rechnest du dir schon gute Chancen aus? Also ich rechne mir wirklich gute Chancen und ich hoffe natürlich, dass ich nominiert wäre. Zu 100% weiß ich es natürlich nicht. Das sage ich erst, wenn ich das Blatt Papier in der Hand habe, wo drauf steht, du bist nominiert. Aber ich denke mal, ich habe jetzt ein gutes Schlusslicht gegeben, nochmal mich gezeigt, was auf jeden Fall großen Einfluss hat. Du hast ja auch vielleicht da nochmal irgendwie Europameisterschaft, wenn heißt das auch im Schwergewicht für dich logischerweise, kommst du ja von 80 hoch, irgendwie ist das noch eine große Umstellung oder ist die schon vollzogen für dich oder sagst du, in den nächsten 4 Wochen muss ich nochmal an dem einen oder anderen arbeiten, gerade was ist auch Schwergewicht, das ist ja nochmal eine ganz andere Situation. Ja klar, das ist eine komplett andere Liga. Ich werde auf jeden Fall noch arbeiten müssen. Ich habe Anfang des Jahres die Deutsche Meisterschaft das erste Mal im Schwergewicht gestartet und da habe ich schon gemerkt, ich passe rein, aber da fehlt noch was. Und dann über die Turniere hinweg, das sind halt die anderen, die schon jahrelang in diesen Gewichtsklassen kämpfen, das ist für die Routine, die ballern von hinten einfach raus. Es ist viel weniger Bewegung, aber viel explosiver und stärker und da muss man erstmal diesen Stand halten. Ich bin schnell, ich würde sogar behaupten, einer der schnellsten der ganzen Klasse. Ich bin klein, ich bin wendiger. Ich habe die Geschwindigkeit und das noch weiter, muss ich auf jeden Fall noch weiter ausbauen, das zu benutzen, durchzuziehen. Und dann hoffe ich mal, dass es bei der EM gut umsetzbar ist. Und was du nicht angesprochen hast, du hast auch das Glück. Und das wünsche ich dir auch für die Nominierung und dann für die Europameisterschaft, die ansteht. Und wünsche dir alles Gute und genieß den heutigen Tag. Ja, vielen Dank. Also, das war's von den Taekwondo German Open und morgen geht's weiter im Livestream und dann, gute Nacht und bis morgen.